Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi, wo wir gerade ganz viele Schulen bauen. Da ist im Hintergrund läuft auch eine Geiselnahme, aber um die kümmere ich mich gerade gar nicht. Wir bauen ganz viele Schulen, weil wir momentan nämlich krasses 15-prozentiges Bevölkerungswachstum haben und damit irgendwie ja klarkommen müssen. Was noch witzig werden wird. So, also, ne? Wir haben hier 100.000 Grundschulen jetzt gebaut. Das ist schon mal eine ganz nette Zahl. Und dann wollte ich gerne 50.000. Also ich habe einfach mal so, ne, als Idee, vielleicht kann man sagen, immer halb so viel für die nächste Stufe. Ne, 100.000 Grundschulen, 50.000 weiterführende Schulen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, diese Idee. Aber das ist so mein Vorschlag. Und weil normalerweise war das noch krasser abfallend in der Statistik, dass halt von den anderen noch viel weniger da ist als die Hälfte von dem vorherigen, von der vorherigen Stufe sozusagen. Man weiß halt auch nicht, wie viel Kapazität so eine Schule hat oder sowas. Weiß halt nicht, wie ich das einschätzen soll. So, die Zeit läuft halt weiter, das finde ich halt ganz wichtig. Wir möchten ja auch vor allem Zeit totschlagen hier. Deswegen, egal was ich mache, wenn es geht, lasse ich die Zeit laufen. Ich bringe nochmal die Beliebtheit auf 100. Durch Universitäten, weil die scheinen beliebt zu sein. Was halt überhaupt keinen Sinn ergibt, ist, dass die Lehrer anfangen zu streiken, wenn ich weiterführende Schulen baue. Das kann ich halt beim besten Willen nicht nachvollziehen. Aber naja, dann ist das wohl so. Achso, wir sind schon bei 100%. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit weiterführenden Schulen und dann werden wieder die Lehrer anfangen zu streiken aus irgendeinem Grund. Ja, jetzt fangen sie wieder an zu streiken. Warum? Weiß nicht, ob ihr irgendwelche Ideen habt, woran das liegen könnte, dass auf einmal die Lehrer streiken sollten? Weil wir weiterführende Schulen bauen? Warum ausgerechnet die Lehrer? Und bald gehen die Parlamentswahlen wieder los. Aber bald ist auch wieder neues Jahr. So, wie weit sind wir denn jetzt? Bei 43.000. Gleich wieder keine Arbeiter mehr. So. Jetzt müsste erstmal die Zeit weiterlaufen. Und dann. Das war so viel. Ja. So. Dann nochmal ein paar dazu. Und dann können wir wieder erstmal die Nachrichten wegklicken, die mich nicht mehr interessieren. Überschwemmung, keine Ahnung. Welche Überschwemmung das sind, es gibt so viele. Entschädigung. Wow. So nah dran gewesen vom Ziel. So, jetzt haben wir wieder Beliebtheit verloren in der Zwischenzeit. Okay, jetzt gerade keine Arbeitskräfte übrig. Und unser Überschuss wird halt auch immer größer. Was ja grundsätzlich was Gutes ist. Unser Wirtschaftswachstum ist halt super niedrig, ne? Ich bin halt echt mal gespannt, ne? Das hatte ich ja schon öfter gesagt. Wenn wir ins Jahr 2095 kommen, dann könnte es halt richtig interessant werden. Weil im Jahr 2095 kommen die ersten Kinder ins Berufsleben. Seitdem unser krasses Bevölkerungswachstum angefangen hat. Und dann ist es interessant, ob wir dann irgendwie krass viele neue Arbeitskräfte bekommen werden. Und unsere Wirtschaft dann vielleicht einen Sprung machen. Die dürften ja dann auch super gut ausgebildet sein, das außerdem. Theoretisch. Ob das auch so ist, das werden wir sehen.
Wäre natürlich schön. So, dann haben wir noch mal ein bisschen Arbeitskräfte frei. Dann lass mich. Oh, jetzt, ja, jetzt kommt wieder was dazu an Arbeitskräften. Dann lass mich gerade mal wieder auf 100% Beliebtheit Onis bauen. Mal schauen, ob das bei den anderen Schulen auch so sein wird, dass da die Leute auf einmal anfangen zu streiken. Ich müsste vielleicht auch mal die Steuern senken, wenn wir schon so viel Überschuss haben. Aber da habe ich nur so ein bisschen Angst vor der Inflation, dass die dann halt krass nach oben geht. Das wäre natürlich auch kontraproduktiv, wenn das so wäre. Wie sieht die eigentlich gerade aus? Oh, immer noch bei 3% Deflation. Ich glaube, ich würde die Deflation gerne noch eine Weile behalten. Ich habe Angst davor, dass die dann wieder, dass wir eine krasse Inflation kriegen, wenn ich jetzt Steuern senke. Was wollte ich? Ich wollte in die Bildung gehen, nicht in die Forschung. Also wieder weiterführende Schulen bauen. Damit wir da auf die 50.000 kommen, die ich mal gesetzt habe. So, morgen gibt es Parlamentswahlen, genau. Ist eigentlich vollkommen egal, wie die ausgehen, das Parlament hat sowieso nichts zu sagen. Und da ist das Ergebnis, was eigentlich gar nicht so interessant ist. Wie gesagt, es hat nichts zu sagen, wir werden die wahrscheinlich verlieren. Wir verlieren die Parlamentswahlen immer. Ja. Aber das ist nicht weiter wichtig. Zeit kann übrigens weiterlaufen. So. Aha, 46.000. Wenn ich hier mit den Hochschulen das Ziel erreichen möchte, könnte es eventuell noch länger dauern. Okay, da geht es jetzt nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt hier warten. Und ich kann vielleicht nochmal ein paar Nachrichten wegklicken in der Zwischenzeit. Kigali, das ist die Hauptstadt von Ruanda. Schön. Und die hassen uns übrigens wieder, obwohl wir denen so viel Geld gespendet haben. Kann ich ja nochmal hier jede Menge Geld spenden. Denn bis auf die mag uns jedes Nachbarland. Was wäre eigentlich, wenn wir denen regelmäßig jede Menge Geld spenden würden? Also Moment, Entwicklungshilfe. Diplomatie, Entwicklungshilfe, Entwicklung, wir gehen nach Ruanda, Ruanda, ach, wir spenden denen sogar schon Geld? Ach krass, wir spenden denen sogar schon jede Menge. Was ist, wenn ich hier noch eine Null dranhänge? Oh krass, das hat einiges von unserem Geld abgezogen. So. Das ist, glaube ich, sogar ein Vielfaches von deren BIP, oder wie war das?
Guck mal, die haben eine stärkere Wirtschaft als wir. Ist natürlich auch ernüchternd. Naja. Na gut, dann wissen wir, wo wir im Zweifel Geld herholen können. Dann streichen wir einfach die Entwicklungshilfe an Ruanda. Und trotzdem hassen die uns. Das ist halt auch komisch. Na gut, jetzt momentan finden sie uns ganz nett. Sie fragen nur, wie lange das anhält. Normalerweise hält das halt nicht lange an, dann fangen sie relativ schnell an, uns zu hassen. So, 47.000 haben wir jetzt schon an weiterführenden Schulen. Wie hoch ist eigentlich unsere Arbeitslosigkeit mittlerweile? Die ist ja in letzter Zeit hochgegangen. 1%, 1,75%. Mehr als am Anfang. Zu Spielbeginn mittlerweile wieder. Das heißt, so gesehen haben wir gar nicht zu wenig Arbeitskräfte, ne? Gut, ist die Frage, wie die ausgebildet sind und so. Wo kann man euch auf YouTube denn 1 Euro pro Monat spenden? Das geht über die Kanalmitgliedschaft. Das heißt, wenn man auf YouTube geht, dann müsste es irgendwo so einen Button geben, der heißt Mitglied werden. Und da geht das dann. So müsste das, glaube ich, sein. Kanalmitgliedschaft nennt sich das. So. Danke für die Frage. So. Bin echt mal gespannt, für wie lange uns die noch mögen. Wann sich das wieder umkehrt. Das ist das Problem, bei mir ist kein Button. Moment. Ich guck selbst mal. Ich glaube, das Spiel kaufe ich nicht weiter, ne? Ich guck selbst mal gerade. Das ist der Kanal. Gut, ich bin jetzt auf der englischen Seite. Ich habe die Sprache auf Englisch gestellt. Bei mir steht Join. Join steht bei mir auf Englisch. Also es müsste halt neben dem Namen des Kanals müsste da beitreten oder Join stehen oder sowas in der Richtung. Rechts davon. Also zumindest ist es halt bei mir so. Obwohl ich sogar eingeloggt bin. Joins Channel. Dann weiß ich jetzt auch nicht genau, was ich da sage, was man da machen kann. Kann aber auch sein, dass es bei Tippi-Stream auch die Möglichkeit gibt, regelmäßig Geld zu spenden. Aber das hat ja dann nicht direkt mit der Kanalmitgliedschaft zu tun. Mit dem Unterschied, also gut, es würde halt trotzdem was bei uns ankommen, aber das wäre halt nicht offiziell die Kanalmitgliedschaft. Komisch, komisch. Und hallo Roman YouTube. 1, 2, 3. Schönen guten Abend. So, wir sind schon bei 49.000 weiterführenden Schulen. Zumindest bei dem Ziel, was wir uns gesetzt haben, die noch gebaut werden. Beziehungsweise das sind die gebaut werden. Das Ziel, was wir uns gesetzt haben, sind 50.000. Aber so sind wir da auch kurz davor. Und ja, genau, jetzt sind aber
49, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Und jetzt müssten noch 78 fehlen. 78. Dann sind wir bei 50.000. Bei der fünften Schule. Mal gucken, wie das bei den Hochschulen ist. Da können wir 7 gleichzeitig bauen. Das ist halt auch nicht so toll. Würde ich wahrscheinlich auch nicht aus dem Klicken rauskommen. Aber vielleicht kommt das wenigstens gut an bei den Leuten, Hochschulen zu bauen. Aus irgendeinem Grund regen sich ja die Lehrer auf, wenn man weiterführende Schulen baut. Was ich natürlich nicht verstehe. Was irgendwie keinen Sinn ergibt. Na gut, anscheinend steigt die Beliebtheit wieder durch die Hochschulen. Wenn ich mir jetzt das Ziel setze, hier 12.000 Hochschulen zu bauen, wenn ich nur 7 pro Klick machen kann, das ist natürlich, weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Das ist halt das Doofe bei dem unserem Bevölkerungswachstum, was wir hier haben. Und das halt, dass man halt nicht mehr auf einmal bauen kann, obwohl wir halt genug Arbeitskräfte haben. Halt super nervig. Naja, mal schauen, wie schnell wir vorankommen. Vielleicht geht es ja schneller als gedacht. Ich mach einfach mal. Weil eigentlich müssen wir ja die Infrastruktur ausbauen. Und das Schöne ist ja, wie gesagt, die Zeit läuft weiter. Und die Zeit läuft sowieso nicht schneller. Das heißt, irgendwie müssen wir die Zeit füllen und ich fülle sie jetzt einfach damit, dass ich Bauaufträge rausgebe. Verringerung des Glücks. Das haben wir jetzt schon mal 200 neue Hochschulen in Auftrag gegeben. Na, so. Oder steigt die Beliebtheit jetzt eigentlich oder nicht? Muss ich jetzt mal gezielt darauf achten. Also ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass die Lehrer schon wieder anfangen zu streiken oder so. Ich hätte außerdem weiterführende Schulen gebaut, aber die sind einfach nur gerade fertig geworden. Deswegen hat sich da die Zahl geändert. Bei der Zielsetzung hat sich ja nichts geändert. Aber ja, wir kriegen ein bisschen Beliebtheit dazu gerade. Immerhin. Na, so. Ja, das ist halt, das ist eine langfristige Aufgabe, wie ich sehe. Allein die Bauaufträge rauszugeben. Aber man kann sich überlegen, was will man denn sonst noch so machen? Also die Bevölkerung wird halt jetzt eine ganze Weile weiter wachsen, da können wir auch nichts gegen machen. Die wird sich noch ein paar Mal verdoppeln. Davon kann man ausgehen. Vielleicht werden wir sogar bald das bevölkerungsreichste Land der Welt sein oder so. Das wird auch noch witzig. Dann reicht es halt auch wieder vorne und hinten nicht, was wir gerade ausbauen. Und das weiter ausbauen würde halt noch länger dauern, theoretisch. Da muss man vielleicht sich irgendwann geschlagen geben, dass man die Infrastruktur nicht schnell genug ausbauen kann.
oder es halt nicht zumutbar ist, weil einfach diese Bauaufträge rauszugeben, das dauert zu lange. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Freue ich mich dann auch schon, wenn es schon heißt, dann, dass dann irgendwann nicht mehr genug Platz an den Grundschulen ist. Und wir haben schon so viele gebaut oder so ein Kram. Gut, kam die Nachricht nie, weil wir wahrscheinlich auch sehr gut aufgestellt sind, was das betrifft. Als Burundi. Schon von Anfang an. Wenn man mal auf die Zahlen guckt, 26.000 Grundschulen schon von Beginn an. Ist auch schon eine ordentliche Zahl. Naja, schwierig. Huch, so. Na, komm schon. Keine Dummheiten machen, liebes Spiel. Dieses Menü schon wieder. So. Na, ich würde auf jeden Fall sagen, das reicht dann auch erstmal wieder für diese Folge. Dann sage ich Dankeschön fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.